Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Atomic Heart. Ich bin Renne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Und für die Leute, die jetzt gerade zufällig auf dieses Video klicken, kleiner Spoiler-Alarm folgt, also lieber ausschalten, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Ja, die Jagd nach Viktor Petrov war erfolglos. Wir sollten ihn ja eigentlich lebend schnappen. Da er die Codes besitzt, den Befehl an die Roboter rückgängig zu machen. Allerdings haben wir ihn kopflos vorgefunden und sollen nun den Wawilow-Komplex verlassen und uns mit Michael Stockhausen im WDNH-Komplex treffen oder WDNCH-Komplex, weil es noch dringendere Probleme gibt, angeblich, so zumindest Setchenov. Ja, und da sind wir mal gespannt, was für dringendere Probleme es da geht. Aber um den Wawilow-Komplex zu verlassen, müssen wir jetzt erstmal 4 Behälter noch sammeln, um das Haupttor zu öffnen, sofern es das Haupttor ist. Ich hoffe es doch mal. Ja, wir sollen auch, machen wir es der Reihe nach, den Hitzewerkstattbehälter zuerst. Von wo kamen wir überhaupt? Da muss ich erstmal wieder... Genau, von hier kamen wir. Hier müssen wir die Behälter einsetzen, um eine der Türen. Moment, was können wir hier machen? Das Hauptverteilzentrum ist mit einer PEC-4-Birke geschmückt, dem Symbol des ein bisschen Story. Und Krönung ihrer Forschungsarbeiten. Dank der Macht des Polymers und der gemeinsamen Anstrengung der vielen Werkstätten des Komplexes kann dieser Bau unter verschiedenen klimatischen Bedingungen gedeihen und dabei die Luft der Umgebung reinigen. Außerdem kann er Elektrizität erzeugen. Zur Demonstration haben die Wawilow-Techniker die PEC-4 an das Stromnetz des Komplexes angeschlossen. Wie sie gern betonen, wird ein ganzer Flügel der Anlage jetzt allein durch Birkenkraft betrieben. Und dazu haben wir noch eine Kartoffeluhr hier irgendwo, wahrscheinlich auch. So, dann werde ich jetzt mal in der Hitzewerkstatt anfangen. Oder wo? Hier erstmal rechts lang gehen? Ich weiß es nicht. Charles, ich bin in der Hitzewerkstatt. Okay. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier so lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur in der Werkstatt selbst ist recht angenehm. Okay, und wir holen uns noch einen Bauplan. Diesmal Pashtet. Sah aus wie eine neue Nahkampfwaffe. Die haben wir aber gerade erst gebastelt, unsere neue. Was heißt gerade erst? Aber mit der bin ich eigentlich mehr als zufrieden. Gerade weil die so schnelle Hiebe hat. Hier kam jetzt gerade her, oder? Hier geht's zur Hitzewerkstatt, da sollen wir also hin. Und hier ist dicht. Okay. Ah! Die Tür ist an der anderen Seite versperrt. Wenn wir da das Schloss knacken. Und hier kommen wir dann zum Zentrum. Moment, ich muss erstmal durchblicken. Nein, von hier kamen wir jetzt. Ne, genau. Hier ist die Haupthalle. So, und dann haben wir uns zuerst für die Hitzewerkstatt entschieden. Aber wo geht's hier dann lang? Oh, 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 oh. Die sehen mir aus wie die Mutanten. Ach du Scheiße. Wo kommen all diese Monster her? Es ist nur eine Hypothese. Aber ich vermute, das sind die Körper toter Soldaten, die mit Sprossen infiziert wurden. Eine verdammte Hypothese, willst du mich verarschen? Das ist nur meine eigene Schlussfolgerung. Das ist noch nie zuvor passiert. Scheiße. Wie ist das passiert? Ich vermute, dass mit den Sprossen etwas schiefgelaufen ist, nachdem Petrov die Fehlfunktion ausgelöst hat. So, ich muss jetzt aufpassen, wo ich zuerst lang gehe, bevor ich mich hier verlaufe. Vielleicht sollte ich doch hier anfangen.
in der Algologie-Werkstatt, Algenwerkstatt. Oder... So, da können wir nicht lang. Hier scheint es ja dann auch wieder zur Algenwerkstatt zu gehen. Von der Farbgebung würde ich das jetzt mal behaupten. Das ist auch die Algenwerkstatt. Okay, wir bleiben hier in der Hitzewerkstatt. Fangen wir hier an. So. Oh Gott. Das Blöde ist, dass wir hier auch keine Karte haben. Das ist glühend heiß hier drin. Das nennst du angenehm? Die Temperatur in der Werkstatt ist offenbar sehr stark gestiegen. Ach, was du nicht sagst. Wahrscheinlich eine Heizgerätfehlfunktion. Solange die anhält, bleibt auch die Luft in der Werkstatt extrem heiß. Alles klar. Die sind wahrscheinlich in einem Raum in der Nähe. Polymerisation ist ein großer Schritt auf dem Weg der Wissenschaft. Okay, deswegen finde den Weg in den Heizraum. Da müssen wir wohl da lang. Zumindest haben wir da eine Zielmarkierung. Ich würde dann aber erstmal schauen, was wir hier haben. Hier können wir nicht raus. Da unten steht eine Kiste. Ich werde mein... Ja, die Frage ist, kommen wir hier wieder raus? Ich gehe einfach mal rein. Wow. Sieht aus, als wäre seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Der Grund könnte eine Fehlfunktion des Schwerkraftmodulationssystems oder eine übermäßige Produktion von Polymerdünger sein. Zumindest keine gesprächigen Leichen. Oh, wir haben nochmal einen Bauplan für eine Kartusche. Ich glaube, jetzt haben wir die Baupläne aller Kartuschen. Ich glaube, es gab nur drei, Feuer, Eis und Elektro. Ah, Moment, genau. Ja, okay. Gut, dass wir diesen Umweg genommen haben. Somit haben wir noch einen Bauplan für die Kartusche. Der Bauplan wäre uns sonst durch die Lappen gegangen. Und dann gehen wir jetzt mal in den Heizraum. Kritzeleien. Oh, eine Drehbank. Wie hier in der Werkstatt. Das sieht ja aber so aus, als könnte hier irgendwo noch eine Chebeta liegen. Oh, was ist denn heute los? Jetzt sind wir aber Baupläne en masse. Adrenalinkapsel. Wird auch nochmal schnell aufgeschrieben. Und noch eine Birne. Und ich glaube, sonst gibt es ja auch nicht viel. So. Neo-Kartoffelkäfer. Datum 27. Februar 1955 von W. Wladimirov. Pestizidabteilung. An K. Sherman. Konzeptabteilung. Die Experimente waren Erfolg. Gemeinsam, auch wenn wir natürlich mehr geleistet haben, haben Gruppen aus Wawilow und Pavlo eine neue Spezies der Kartoffelkäfer gezüchtet. So bekämpfen wir Feuer mit Feuer. So nennen wir sie übrigens Feuerkäfer. Der neue Parasit frisst nur schädliche Pflanzen wie Traubenkraut, Schlagkraut, Wermut und Beerenklau. Letzteres ist persönlich, das Zeug hat meinen Hund getötet. Aufgrund der toxischen Substanzen im Körper des Käfers fressen Vögel ihn nicht. Es schadet also dem Ökosystem nicht, ihn einzuführen. Darüber hinaus können die Käfer sich nicht fortpflanzen und sterben nach einer Jahreszeit. Wir brauchen also keine Pestizide oder anderen schädlichen Substanzen mehr. Ein Parasit frisst den anderen. Fantastisch, oder? Naja, mir geht gerade Jurassic Park durch den Kopf. Mit Jeff Goldblums Aussage, die Natur findet ihren Weg. Die werden sich schon fortpflanzen.
keine gute Idee. Unsere eigene Fabrik, Datum 6. März 1955 von A. Vibegallo, Büroleiter an K. Sherman, Konzeptabteilung. Ich habe größten Respekt vor der tschechischen Möbelfabrik, doch ich habe eine fantastische Idee. Nutzen wir die Einrichtungen in Wawilow, um eigene Möbel zu bauen. Wir haben in letzter Zeit viele neue Gefangene bekommen, die alle einigermaßen kompetent sind. Und sie entsorgen ständig Fichten und Birken, die der Inspektion nicht standgehalten haben. Als Büroleiter schmerzt mich das. Für euch Wissenschaftler ist es vielleicht nur überschüssiges Holz, doch für mich ist es vergeudetes Potenzial. Wir könnten die gesamte Anlage mit eigenen Möbeln aus einzigartigen Spezies versorgen. Eine wunderbare Idee, n'est-ce pas? Zudem hätte jedes Möbelstück, was die Franzosen La Exclusive nennen. Wollt ihr hier einen russischen Ikea aufmachen? Naja, ist auch keine gute Idee. Wer wird das kaufen? Mit Holz aus irgendwelchen Laboren, wo mit irgendwelchen giftigen Substanzen gearbeitet wird? Sowas will man sich doch nicht zu Hause hinstellen. Operation Amazonas, Datum 24. März 1955 von Professor P. Grabow an K. Sherman Konzeptabteilung. Der kriegt auch eine Menge Müll ja mit, der arme Sherman. Zusammenstellung von Dokumenten. In der Amazonasregion herrscht eine schwere Krise. Durch die industrielle Rücksichtslosigkeit der Kapitalisten stirbt der Regenwald des Amazonas mit erschreckender Geschwindigkeit ab. Genosse Wawilow hat mir aufgetragen, ein Komitee zu bilden, um das Problem zu lösen. Unser momentaner Vorschlag lautet, schnell wachsende tropische Bäume mit stabileren Wurzeln zu entwickeln. Das Wichtigste an diesem Projekt ist die Geheimhaltung. Für gewöhnlich geben wir für unser Leben gern vor der gesamten Welt damit an, wie wir unterentwickelten Ländern helfen, doch wir müssen diese potenzielle Katastrophe ohne viel Aufhebens abwenden. Für gewöhnlich geben wir gerne mit unseren Errungenschaften an, ja. Was? Die Kisten konnten wir in der Saatgutbank öffnen. Und hier sind sie jetzt, welche, die wir nicht öffnen können. Hallo? Übersetzen bitte. Dann eben nicht. So wieder schnipsen. Was sind das gerade für Geräusche? Klingt irgendwie wie Wahlgesänge. Ah, okay, die Tür, die wir von der anderen Seite vorhin gesehen haben. Dann gehen wir hier mal weiter. So haben wir uns zumindest jetzt nicht irgendwie in eine Sackgasse manövriert. Das Poster ist komisch abgeschnitten, Leute. Haben wir einen Gegner. Hängst du fest? Kein Problem. Oh, 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 oh. Tja. Ein gut gezielter Schuss. Da hinten stehen noch mehr. Huch. Kopf weg. Der Heizkessel ist zu heiß zum Anfassen. Ich muss ihn irgendwie von innen kühlen. Von innen?
diese Rohre oder was? Das habe ich schon mal gesehen. Das ist Kryogen, richtig? So ist es. Das ist eine Fahrenheit. Eine mit Kryopolymer gefüllte Kerze, die in Hochtemperaturöfen die Temperatur verringern und den Druck ausgleichen soll. Ich versuche, sie in die Heizkessel zu bekommen. Okay. Wie komme ich in das Rohr? Kühle Heizkessel 1, 2 und 3 ab. Ich nehme an, dass dieses Rohr hier wichtig ist. Wo führt denn das hin? Ach du Heiliger. Oh. So, ich versuche nochmal einen heimlich zu überraschen. Diesmal hat es geklappt. Der andere uns bemerkt. Jetzt ja. Oh, mir gefällt die Werkstatt nicht. Okay, ich habe die Öffnung gefunden. Okay, hier müssen wir das dann rein. Und das wird dann selber angesaugt oder was? Erstmal hier noch umschauen. Was wurde hier bitte schön gemacht? Ich glaube, ich will das gar nicht hinterfragen. Ja. Diese haben die Oberweite. Okay. Da hinten haben wir noch eine Birne. Hier liegt noch was. Ah, sehr schön. Eine weitere Chebeta. Tut mir leid, aber ich brauche es einfach dringender. Das verstehst du doch, oder? Du bist eine Maschine. Also brauche ich es dringender. Was ist denn dein Los im Leben? Menschen zu dienen, oder? Tja, ich habe früher auch gedient. In Kursk und in Berlin. Aber nicht für eine glänzende Medaille. Wir haben für die Gleichberechtigung gekämpft. Dafür, dass jeder dieselben Rechte und Pflichten hat. Dafür, dass alle gleich sein können. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man das blöde Ding anschaltet. Okay, aber wir scheinen eine Chibita liegen gelassen zu haben. Ich zeig's euch kurz. Denn... Oh, ich habe die noch gar nicht alle angewählt. Die werden nur als neu angezeigt. Vorübergehende Schwierigkeiten 2 von 2. Das heißt, uns fehlt die erste Chibita. So, und hier haben wir noch eine Birne. Benennung neuer Pflanzen. Datum 18. März 1955 von E. Malachowa, Junior-Gentechnikerin, an A. Ragushin, Senior-Gentechniker. Wen interessieren schon Marskartoffeln oder Mondweizen? All diese Namen sind unglaublich langweilig. Und auch wenn es mir keiner glaubt, das ist wichtig. Was, wenn wir in ein anderes Sonnensystem fliegen? Aldebaran oder so etwas. Ich kenne mich da nun wirklich nicht aus. Und unsere wunderbare, völlig unwählerische Sonnenblume dort auf einem Planeten pflanzen? Nur ist sie dann gar keine Sonnenblume mehr, weil es keine Sonne gibt. Also ist sie jetzt eine Aldebaranblume? Hast du schon einmal daran gedacht? Und wir sollten auch über Blaubeeren nachdenken, da die auf dem Mond nämlich gar nicht blau sein werden. Wir könnten sie Rotbeeren nennen, aber das klingt nicht gut und Pinkbeeren klingt einfach nur merkwürdig. Ja, du hast Probleme, Fräulein.
Er hat den Stecker gezogen. Datum 1. April 1955. Achtung, das könnte ein Aprilscherz sein. Von E. Malachowa, Junior-Gentechnikerin, an A. Ragushin, Senior-Gentechniker. Wawilow hat mein Projekt beendet, hat einfach den Stecker gezogen, weil es angeblich unlogisch sei und die Priorität auf Form statt Substanz lege. Ist das zu fassen? Wenn wir Sprossen herstellen können, warum müssen wir dann ganz gewöhnliche Kälte- oder hitzeresistente Pflanzen züchten? Wenn wir neue Welten besiedeln wollen, sollten wir vielleicht dort neue Pflanzen erschaffen. Ich liebe unsere russische Birkenwälder, natürlich. Aber wenn ich nach, sagen wir, Kuba fliege, dann will ich Palmen und Schilf sehen. Einfach etwas Neues. Wir sollten auf dem Mars keine beschissenen Apfelbäume züchten, sondern marsianische Coryphantha-Kakteen oder elektrischen Weizen. Wir haben die Chance, eine vollkommen neue, einzigartige Welt zu erschaffen und züchten Kohlköpfe. Also bitte. Ja, gut. Dann haben wir noch Sprossenuntersuchung. 1. April 1955 von N. Ivanov, Labordozent, an A. Ragushin, Senior-Gentechniker. Bitte sorgfältig lesen, das ist kein Witz. Ja, 1. April, okay, muss man extra zuschreiben. Als ich gestern organischen Abfall entsorgt habe, befanden sich darunter auch mehrere Schweinekadaver, die bei Experimenten in der Sprossenzüchtungskammer gestorben waren. Wir haben uns heute noch einmal die Aufnahmen angesehen, um zu sehen, wohin die Wovas unterwegs waren. Ich habe festgestellt, dass die Schweine aufgestanden und durch die Kammer gewandert sind und sogar versucht haben, hinauszukommen. Als ich ankam, waren die Kadaver leider schon gefressen worden. Vielleicht gibt es etwas, was wir über die Sprossen noch nicht wissen. Ich bestehe darauf, dass wir den Zwischenfall untersuchen. Das wisst ihr noch nicht? Ich habe das bei meinen Infos stehen, dass Sprossen sich an Leichen bedienen. So, okay, hier scheint jetzt nichts weiter zu sein. Ich hatte die Kugel doch hier oben, genau, hier abgelegt. Huch. Dann wollen wir die mal reinschmeißen. Was mache ich jetzt? Das Zeug selbst zum Heizkessel zerren? Ja, direkt zu diesem hier würde sich anbieten. Das heißt, das müssen wir jetzt dreimal machen. Okay. Solange wir dabei nicht von anderen angegriffen werden. Das hat funktioniert. Noch zwei. Echt? Meinst du? Kannst du nicht zählen? Oh, 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 oh. Ja, ist aber immer noch Musik, oder? Wo kam der vor allem? Ah! Ha! War der andere? Den hatten wir hier erledigt. Da, da, da. Wo geht's hier überhaupt hin? Nicht, dass ich neugierig wäre oder so. Das ist das Treppenhaus. Aber nicht das, über das wir gekommen sind, oder? Na, okay, ich muss erstmal die anderen beiden Kessel abkühlen. Ups. Gut, dass die Öffnung des Rohrs nebenan liegt und nicht hinten bei der Birke. Sag das nicht so laut. Nicht, dass hier noch was passiert und wir einen anderen Weg finden müssen. So, wir hatten einen, der war hier ganz hinten. Den will ich zuerst machen. Gucken, wie wir hier rankommen. Okay. Komm. Komm. Links lang.
Ach, hier geht's direkt zum nächsten, aber dann will ich erstmal den hinten machen. Ah, genau, das war eine Sackgasse. Richtig, wir mussten ihn hier lang führen. Aber ich hoffe, es kommt niemand, der uns angreift. Können wir, während wir das machen, auch schießen? Ja, das können wir, okay. Hätte ich gleich mit der Elektro benutzt, versuchen sollen. Nummer 2 ist bereit. Ah. Oh. Ist der kalt oder was? Warum greifen die mich an, weil ich hier abkühle? Braucht ihr die Hitze? So, und Nummer 3. Ach, erstmal holen, ne? Da hinten war's. Aber ich muss schon sagen, diese unterschiedlichen Sachen, die wir hier machen müssen. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Ich hab's satt, Bälle in Rohre zu schieben. Wir machen das, damit wir den Wawilow-Komplex verlassen können. Aber warum kann ich nicht einfach, naja, durch eine ganz normale Tür gehen? Leider haben wir hier gerade nur eine unnormale Tür zur Verfügung. Na, typisch. Ich will gerade loben, wie einfallsreich die Entwickler hier sind. Und schon regt sich der Hauptcharakter über diese Spielmechanik auf. Ah, nee. Wir mussten hier oben jetzt lang. Also ich find's wirklich sehr gelungen. Mir gefällt das. Leute. Also? Temperatur in der Hitzewerkstatt wurde stabilisiert. Alle Mitarbeiter können an ihre Arbeit zurückkehren. Na, endlich. Komm, der andere ist doch bestimmt auch wieder da. Waren bis jetzt immer zwei. Oh! Wo kommst du denn jetzt her? Freundchen. Okay, jetzt guck ich mal, wo wir hier hinkommen. Genosse Major? Ja. Hast du was Konstruktives zu sagen? Habe ich dich irgendwie gekränkt? Warum lässt du deine Frustration an mir aus? Tut mir leid, das ist nicht deine Schuld. Ich ärgere mich nur über mich selbst. Warum? Du hast Petrov nicht umgebracht. Er wurde von seiner eigenen Waffe getötet, einem feindseligen Roboter. Das spielt keine Rolle. Ich sollte ihn leben fassen und habe versagt. Und das ist noch nicht alles. Sechenov hat mir das Leben gerettet. Er ist wie ein Vater für mich. Soweit ich mich erinnere. Ich habe ihn enttäuscht. An wie viel von deinem Leben kannst du dich erinnern, Genosse Major? 2 Jahre, vielleicht etwas mehr. Ich weiß nicht mehr viel aus der Zeit vor der Verletzung, aber wie gesagt, er ist wie ein Vater für mich. Wenn ich eins sicher weiß, dann das. Na schön. Aber es ist unlogisch, wegen etwas mit dir zu hadern, wofür du nichts konntest. Logisch oder nicht, das ist doch egal. Dr. Sechenov hat sich auf mich verlassen und ich habe nicht geliefert. Jetzt ist er enttäuscht von mir und ich fühle mich scheiße. Wenn es nur das ist, dann denk einfach nicht mehr dran. Da bist du nicht der Einzige. Wie meinst du das? Liegt das nicht auf der Hand? Genosse Sechenov ist immer von allen enttäuscht. Man kann ihm nichts recht machen. Sein Perfektionismus ist krankhaft, das weiß jeder. Jeder einzelne Mensch in seinem Leben hat ihn enttäuscht. Was? So ein Schwachsinn. Neuropolymer-Handschuhe sind nicht imstande zu lügen. Oh, ja, da ist was dran. Interessant. Ja, und wir leiden an Amnesie. Das wird wohl auch noch ein wichtiger Punkt hier sein. Ich habe gerade eine Vermutung. Gerade aufgrund dieses Handschuhs und alles, dass wir selber vielleicht gar kein Mensch sind und es vielleicht nur nicht wissen. Oh, ich hoffe, ich stelle hier keine dummen Vermutungen an, die sich leicht als wahr herausstellen könnten und ich ungewollt spoilere und mich selber vielleicht sogar spoilere durch Vermutungen. Hier liegt auf jeden Fall noch eine
Chemeter. Ah, die fehlende. Sehr gut. Michalic, ich geh mir etwas zu essen holen. Willst du auch was? Ach, lass mal gut sein. Ich bin damals bis nach Berlin marschiert. Da schaffe ich es auch bis in die Cafeteria. Verstanden? Entspann dich. Ich wollte nur nett sein. Bald ist der Kartoffelbrei aus und dann jammerst du wieder rum. Ach, geh einfach. Ich hol dich schon ein. Wahrscheinlich komme ich sogar vor dir an. Wie du willst. Manche Leute, ehrlich. Bin ich etwa kein Mann mehr? Nur weil ich mein Bein verloren habe? Man muss mich nicht verhätscheln. Ich komme auch ohne ihre Hilfe in die Cafeteria. Ich will kein Mitleid, sondern Respekt, verdammt. Ich werde euch noch davonlaufen. Wartet's nur ab. Ah, der Mitarbeiter mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Von ihm sind die Aufnahmen. Haben wir ja schon die Arbeiternotiz gelesen. Und wir haben wieder einen Safe Room. Und damit auch wieder einen Bauplan. Pastet Flugklinge. Ist vielleicht das Pastet eine Mischung aus Nah- und Fernkampfwaffe? Ich will es mir jetzt gerade nicht anschauen, weil... Jetzt haben wir hier schon wieder einmal hier einen Aufzug, wie es aussieht. Und... Ah, schon wieder so ein Riesenraum. Da oben haben wir auch eine Kiste. Ich will hier jetzt nicht einfach runterspringen, weil ich nicht weiß, wo ich da rauskomme. Aber eigentlich müssen wir dahin. Und wo führt der Aufzug hin? Ich bin... Das Problem ist, wir haben hier halt keine Karte, ne? Wir haben hier keine Karte und bevor ich mich hier irgendwie verlaufe... Na, vielleicht sollte ich langsam mal die PM als Waffe ignorieren, sonst haben wir da bald keine Munition mehr. Ach, wir sind hier wieder. Okay, der Aufzug führt auch zurück. Das führte uns in das Treppenhaus, aber nicht in das Treppenhaus, das wir eben gesehen haben. Genau, wir sind jetzt von der Seite in den Raum gekommen und jetzt können wir aber von hier rein, oder? Ja, die Hitze ist weg. Okay, führt aufs selbe hinaus. Aufs gleiche eher. Wozu dient die Hitzewerkstatt? Hier werden hitzeresistente Polymere hergestellt. Aber in erster Linie widmet sich die Forschung der Zucht hitzeresistenter Pflanzen. Schau an. Die Polymere hier werden mit den ätherischen Ölen des Kaktus Cactaceae Cereros angereichert. Sehr viel Kack. Dank der Polymere können Pflanzengruppen gezüchtet werden, die an hohe Temperaturen angepasst sind. Wollen Sie die Wüste begrünen oder was? Sowas in der Art. Sie wollen den Mars terraformen. Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Entschuldigung für diesen Flachwitz. Da oben an die Kiste will ich ran. Nur. Kommen wir hierher? Ja, hier kamen wir her. Sich auf die andere Seite da, ne? So käme ich an die Kiste da auf jeden Fall. Jupp.
gehe mich nicht an die Kiste. Aber hier haben wir noch Kisten. Sehr schön. Keine neuen Baupläne. Dafür ein paar Schrotflintenpatronen. Da liegt noch was und da müssen wir hin. Aber wie kommen wir da hoch? Ah, mit ihm bestimmt hier. Aha, da hätten wir hochgemusst, okay. Ja, die Kiste. An die Kiste da hinten will ich noch kommen. Sobald sich die Temperatur normalisiert hat, werden die Behälter automatisch befüllt. Ich glaube, ich muss wieder auf diese Plattform. Ich sehe hier nämlich gerade zwei gelbe... Ja, okay. Okay, okay. Hier liegt noch was. Noch eine Chipita. Was soll denn heißen, es ist heiß? Dir ist also zu heiß? Dann geh doch mal in den Ural und arbeite da als Stahlarbeiter. Von mir aus auch nur halbe Schichten. Das würde dich zum Mann machen, sag ich dir. Aber du hockst da mit deinen hübschen Blumen und jammerst über die Hitze. Wir Krakotovs geben einen Scheiß auf die Hitze. Uns hält nichts auf. Wir hüpfen geradewegs in einen Ofen oder Vulkan, wenn es sein muss. Also hör auf zu jammern. Sobald Kollektiv aktualisiert ist, ist alles wieder prächtig. Und wenn jemand anfängt zu jammern, ist er einen Scheiß wert. Ha! Oh, wir haben den vollen Behälter. Und jetzt... So, dann wären wir hier doch fertig, oder? Nein. Sehen wir zu, dass wir zurückgehen, bevor es hier auch wieder losgeht. Wir sind hier nicht fertig. Ich will die Kiste noch öffnen. Das heißt, wir müssen den Aufzug wieder nehmen. Genosse Major, ne? Hast du Dr. Filatova schon gefunden? Die Petrov geholfen hat, hunderte Menschen abzuschlachten? Nein, die schleicht noch irgendwo rum. Ich betone, dass Dr. Filatova nichts geschehen darf. Wenn ihr Leben in Gefahr ist, musst du sie verteidigen. Was? Das Miststück retten, dank dem ich knietief durch Blut und Gedärme warte? Was soll das? Der Verräter Petrov hat Dr. Filatova nur benutzt. Sie wusste nichts von den wahren Absichten und der Verderbtheit dieses mordenden Irren. Sie muss vor ein Gericht gestellt werden. So, zu gut für sie. Das steht ihr zu. Dr. Filatova ist eine anerkannte Neurochirurgin. Dr. Sechenov vertraute ihr die Kollektivforschung zur Verbindung von Mensch und Roboter an. Ihr darf nichts geschehen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Major? Ich werde dran denken. War hier unten nicht der Aufzug? Hier kamen wir in das andere Treppenhaus. Genau, hier war das doch. Da war der Aufzug. Ah, von hier, okay. Aber der Sprung ist doch auch zu weit, oder? Ich wage zu bezweifeln, dass wir den Sprung schaffen, um uns da festzuhalten. Wieso ist das Geländer hier gelb? Können wir das nicht als Leiter missbrauchen? Rausreißen und... Ja, das habe ich mir gedacht. Nichts hier ins Heiße.
Also ich lasse auf gar keinen Fall die Kiste da oben stehen. Lüftungsschacht übersehen vielleicht? Nee. Kann man diese Plattform bewegen, weil wir hier so ein Schienensystem haben? Muss man jetzt noch mal von hier oben angucken. Also der Sprung ist definitiv zu weit. Ah, ich bin noch gesprungen. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir diese Roboter hier verschieben könnten, ne? Moment, Moment, Moment. Kann man diese Wagen hin und her schieben? Mit der Leiter hier? Hier können wir auch hochklettern. Muss ich wenigstens nicht so weit rumrennen. Ah, ich habe 100 Pro hier irgendwo was zum Klettern verpasst. Und das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Oder schaffen wir es von dem Geländer hier aus? Nein, auch nicht. Leute, ich will nicht diese Kiste verpassen. Tut mir leid, dass jetzt hier das Let's Play so in die Länge gezogen wird. Ja, ich versuche einfach nur einen Weg da hochzufinden. Wenn wir auf dieses Rohr irgendwie kommen. Ah, da sehe ich gerade auch. Doch, ich sehe was. Ich sehe was. Ich habe gerade was gesehen, Leute. Klettern hier nochmal hoch. Ja, ich sehe es. Schaut euch mal an, wie gemein. Können wir uns hier dran festhalten? Ja. Oh Gott. Zum Glück habe ich es gefunden. Ich dachte schon, ich finde hier nie den Weg hin. Hier muss man echt tierisch aufpassen. Das gefällt mir. Es gefällt mir.
Er will hier nicht weiterklettern. Ja, reicht doch. Kein Bauplan, zumindest Energiemodule. So, und das ist dann einfach nur da, um... Aber selbst den Sprung schafft man ja nicht, oder? Nee. Soll nur irritieren. Na gut, wir haben auf jeden Fall jetzt den Hitzewerkstattbehälter. Fehlen noch drei. Hier haben wir jetzt alles. Setzen wir den mal ein. Na also, wie sie blüht. Was für eine Schönheit. Die Photosynthese hat begonnen. Der Zustand des Baums verbessert sich rasant. So. Algenwerkstatt. Dann wollen wir hier jetzt mal hin. Dann sollen wir hier lang. Wir hatten doch eben noch einen anderen Weg in die Algenwerkstatt und da haben wir die Mutanten gesehen. Ich werde erstmal hier nochmal den Raum zum Speichern nutzen oder erstmal gucken, auswählen, was wir jetzt Neues basteln können. Stimmt, wir hatten ja den Bauplan für Pashtet. 148 Altmetallteile. Die hätten wir ja fast zusammen. Was uns fehlt, ist Chemie. Die Dynamos werde ich im Leben nicht verwenden. Und war hier nicht auch Chemie drin? So viel Neuromed-Kapseln brauche ich ja gar nicht. Also erstmal auf Demontage klicken. Ah, der Dynamo hat auf jeden Fall Chemie. Okay. Upp. Upp. Den Wodka hebe ich noch auf. Die mittleren Neuromed-Kapseln haben Chemie. Dann werde ich die jetzt auch nochmal alle auseinandernehmen. Wobei ich noch gar nicht weiß, ob ich die Waffe überhaupt basteln möchte. So. Lager. So, und jetzt Herstellung. Ah, uns fehlt immer noch sowieso Metallteile. Angriffsgeschwindigkeit ist auf jeden Fall, glaube ich, noch schneller als unsere mit 8 von 10. 5 von 10 Schaden, 8 von 10 Angriffsgeschwindigkeit. Oh Mann, dass wir das hier jetzt nicht sehen können. Bei Verbesserung, ne? Ja, hier. Angriffsgeschwindigkeit ist... Ja, die andere ist eigentlich besser, aber ich habe die ja gerade gebaut und wir haben hier noch gar nicht geguckt, was wir hier verbessern können, oder? Doch, haben wir schon. Ach, da brauchen wir so viel für... Könnten hier nochmal die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Energiebonus. Erhöht den Schaden. Das kriegen wir aber kostentechnisch schon nicht mehr mit. Und ich merke gerade, da habe ich schon hier die Massen-Telekinese belegt und habe sie jetzt trotzdem nicht genutzt oder getestet. Ich überlege, ob ich mir ein bisschen Munition für die PM herstellen soll. Bitte Vorgang auswählen. Na, das mache ich mal. Ich stelle mal ein bisschen Munition her.
Mann, das kostet ja auch so viel davon und das wird ja gefühlt für alles gebraucht. Ja, ich lasse es. Wir kommen ja auch ganz gut mit dem Elektro klar, den haben wir ja nicht umsonst aufgewertet. Gut, dann werde ich jetzt speichern. Wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Und was soll ich sagen? Dann würde ich behaupten, wir suchen nach den anderen Behältern. Jetzt steht hier eigentlich nur noch die Algenwerkstatt, aber wir brauchen noch einen aus der Pestizid. Und was war das letzte? Kältewerkstatt, ne? Kältewerkstatt, genau. Dann suchen wir nach den Behältern im nächsten Video weiter. Bin mal gespannt, was wir da an Aufgaben haben. Also ich finde es interessant, was man hier für unterschiedliche Dinge machen muss. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Atomic Heart wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.